Ich wollte dich fragen, was sind denn die mentalen Auswirkungen eines PMS? Und wenn dann, wie ändert sich das dann, wenn man die Menstruation hat? Sind die immer noch da? Nehmen die eine andere Form? Vielleicht sollte ich den Zyklus an sich mal kurz erklären, damit das ein bisschen logischer ist, genau. Also wir haben zwei große Zyklusphasen eigentlich. Das ist einmal mit Start der Menstruation, startet ja auch offiziell ein neuer Zyklus. Und das ist die Phase, in der die Eizelle im Körper heranreift. Und dann kommt ein Eisprung und ab dem Eisprung sind wir in der zweiten Zyklusphase. Das ist dann die Gelbkörperphase oder Lutealphase auch genannt. Und in dieser Zeit wirkt ein Hormon in uns, was wir sonst nicht haben. Also wir brauchen wirklich den Eisprung, um Progesteron zu bilden. Und Progesteron wirkt sich auf ganz viele verschiedene Organe in unserem Körper aus, aber auch auf die Nervenleitfähigkeit zum Beispiel. Also es ist eher, ich sage ganz gerne, das Chill-Hormon. Es soll uns eigentlich beruhigen. Das sorgt zum Beispiel auch dafür, dass die Darmtätigkeit langsamer ist. Dadurch kommt der Blähbauch, den die vielen Frauen in dieser Zeit kennen. Es sorgt dafür, dass unsere Körpertemperatur erhöht ist. Dadurch ist auch automatisch die Nervenleitfähigkeit Geschwindigkeit schneller. Das heißt, wir reagieren viel schneller. Und das zeigt sich oft auch mental. Also, dass viele Frauen sagen, die Emotionen schießen so hoch. Ich weiß gar nicht, wo das plötzlich herkommt. Oder plötzlich habe ich Sachen gesagt, die hätte ich mir sonst verkniffen oder hätte ich vielleicht kurz gedacht, aber nie gesagt. Und das kommt meistens daher, dass unsere Reaktionsgeschwindigkeit einfach viel schneller ist und wir diese kurze Pause zwischen Reiz und Reaktion, dass die so kurz geworden ist, dass wir uns dann nicht mehr bremsen können. Und gleichzeitig kann es aber auch sein, dass wir in dieser Phase nicht gut auf uns achten. Also Progesteron, dadurch, dass es die Körpertemperatur erhöht, braucht eigentlich der Körper in dieser Zeit mehr Kalorien. Aber wer isst schon in dieser Zyklusphase tatsächlich auch mehr? Wer erlaubt sich das, weil er weiß, dass wir in dieser Zeit mehr Kilokalorien verbrauchen? Das heißt, die meisten kommen in dieser Phase in ein Kaloriendefizit. Und dass Hunger uns ein bisschen leidig macht oder in unseren Emotionen nicht so positiv wirken lässt, ist, glaube ich, allgemein bekannt. Und genau das Gleiche ist mit Schlaf. Wir brauchen in der PMS-Phase vor der Menstruation eigentlich bis zu einer Stunde mehr Schlaf pro Person, pro Nacht. Und wenn wir uns das nicht gönnen, weil wir das nicht wissen, weil wir feste Tagesroutinen, feste Abläufe haben, kommen wir schnell in ein Schlafdefizit. Und auch das kennen alle Menschen. Mit Schlafdefizit sind wir nicht die freundlichsten. Und genau das wirkt sich dann eben auch mental aus in unserem Körper und in unserer Reaktion, in unserem Umgang mit uns selbst. Wir sind sehr selbstkritisch, aber auch natürlich im Umgang mit unserem Gegenüber, dass wir am Gegenüber deutlich mehr kritisieren, als wir sonst kritisieren würden. Oh, Philipp guckt mit sehr viel Neugier, habe ich gesehen. Aber genau, da habe ich später so, also auf jeden Fall zu den Männern, eine Frage. Philipp, sorry, ich wollte dir das Wort nicht nehmen. Ich habe auch mal einige Fragen, können wir nacheinander stellen. Ja, tatsächlich, also so klar, als Mann spreche ich da jetzt so eher so von außen, weil ich es nicht aus der eigenen Erfahrung kenne, aber ich meine, es war so eine buddhistische Lehrerin, Lama Tsultra Mayone, die auch von diesen Phasen gesprochen hat, die du gerade beschrieben hast. Und sie hat es so ein bisschen beschrieben, als dass die eben auch mit einem gewissen Potenzial kommen, also fast schon so eine Art Superkraft, die man daraus ziehen kann, wenn man praktisch darum weiß, dass es diese Phasen gibt, dass man sich die zunutze machen kann und praktisch nicht nur guten Umgang damit, dass es eben möglichst so Schadensbegrenzung, sondern genau andersrum, dass man da sogar Mehrwert draus ziehen kann. Und da bin ich sicher, kennst du auch schon so ein bisschen was dazu und kannst vielleicht dazu noch ein bisschen was erzählen. Sehr, sehr gerne. Genau, das ist auch mit so mein Herzensthema, glaube ich, dabei, weil so viele Frauen zu mir kommen und sagen, Mensch, Anne, es nervt einfach, eine Frau zu sein. Oder einmal im Monat ist es schrecklich, eine Frau zu sein. Oder wäre ich am liebsten gar keine Frau. Und das ist schon hart, wenn man sich selbst das Geschlecht irgendwie total in Frage stellt und den eigenen Körper so sehr also verabscheut fast schon, dass man aus der eigenen Haut raus will, nur weil man so starke Beschwerden hat. Und so sollte es nicht sein. Also das ist ganz sicher nicht Sinn der Natur, dass wir uns einmal im Monat so schrecklich im Körper fühlen, dass wir eigentlich unser Geschlecht am liebsten wechseln wollen würden. Und ich sage mal ganz gerne, alles hat zwei Seiten einer Medaille. Und auch der Zyklus hat zwei Seiten der Medaille, ja. Und es ist immer die Frage, auf welche Seite gucke ich. In unserer Gesellschaft ist es jetzt nun mal so vorgesehen, dass wir Zyklus quasi schon gleichsetzen mit Menstruation. Wir vergessen total, wenn wir keine Menstruation haben, dass da eigentlich noch ein Zyklus in uns stattfindet und was der alles mit uns gerade macht und was der uns auch Positives eigentlich schenkt. Wir schauen immer nur dann drauf, wenn er Beschwerden macht. Und das finde ich total schade.
einerseits ist es natürlich gut, dass ich mir den Beschwerden bewusst werde und gegen die Beschwerden kann ich auch was machen. Ich muss die nicht einfach nur ertragen. Da gibt es auch ganz viele Informationen auf meiner Webseite, fraulichkeit.de, da könnt ihr einfach mal drauf gucken und da findet ihr tolle Tipps, damit ihr die Beschwerden eben nicht mehr einfach nur ertragt. Aber ihr könnt auch ganz viel dafür machen, die positive Seiten des Zyklus zu sehen. Und was ich da ganz schön finde, ist das Vier-Jahreszeiten-Modell zum Beispiel. Das sagt, dass ich einmal im Zyklus durch alle vier Jahreszeiten durchlaufe. Man spricht da von inneren Jahreszeiten und das sind wirklich dieselben Jahreszeiten wie die äußeren Jahreszeiten, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und je nachdem, in welcher Zyklusphase ich bin, fühle ich mich relativ genauso, wie ich mich auch in der äußeren Jahreszeit fühlen würde. Also die Menstruation entspricht zum Beispiel dem inneren Winter. Und im normalen Winter wollen wir uns meistens eher einkuscheln. Wir brauchen Wärmequellen von außen, damit es uns gut geht. Wir sind jetzt nicht so die Partymäuse, sondern wir wollen eigentlich irgendwie so gemütliche Zeit mit den Liebsten. Und die meisten Frauen wollen auch genau das während der Menstruation. Gleichzeitig ist der innere Winter aber auch für viele so eine Zeit, wo sie sagen, okay, das Jahr ist jetzt zu Ende, demnächst kommt ein neues Jahr und sie fangen an zu reflektieren, wie war denn eigentlich so das letzte Jahr, was habe ich geschafft, was von meinen Vorsätzen vom Neujahr habe ich geschafft und was habe ich nicht geschafft umzusetzen und wie will ich das nächste Jahr nutzen. Und das ist eine Fähigkeit, die ich auch wirklich sehr gut während der Menstruation machen kann, weil während der Menstruation so gut wie alle Zyklushormone oder Sexualhormone relativ niedrig in meinem Körper sind und ich dadurch eben nicht Testosteron gesteuert oder Östrogen gesteuert oder Progesteron gesteuert bin. Also ich habe wirklich eine sehr gute Klarsicht, sage ich mal. Nach der Menstruation kommt dann der innere Frühling. Das ist die Zeit, wo die Eizellen im Körper heranreifen und dadurch wird Östrogen produziert. Östrogen ist jetzt ein Hormon, was uns ganz viel Kraft schenkt, also auch wirklich körperliche Kraft. Man kann in Studien nachweisen, dass die Frauen sich in dieser Zeit mehr bewegen, also automatisch ein höherer Bewegungsdrang kommt. Sie fühlen sich auch wohler in ihrer Haut. Männer finden auch Frauen mit höheren Östrogenlevel tatsächlich attraktiver, ist auch in Studien nachgewiesen worden. Und sie fühlen sich selber einfach auch sich selbst attraktiver. Und das ist eine Phase, wo ich einfach, die ich auch für mich nutzen kann, um gut rauszugehen, neue Dinge auszuprobieren, neugierig zu sein, weil ich eben nicht so im Zweifeln bin, weil ich nicht so mit Selbstzweifeln und Unsicherheiten zu kämpfen habe. Und der innere Sommer, die Zeit um den Eisprung, ist quasi nochmal so eine Steigerung vom inneren Frühling. Das ist wirklich das höchste Östrogenlevel, was wir natürlicherweise in unserem Körper haben, während einem Zyklus, wo wir wirklich unglaublich viel Umsetzungskraft haben, also wirklich körperliche Stärke, mentale Stärke, wo wir am wenigsten Schlaf brauchen, so wie im echten Sommer quasi die Tage total lang und die Nächte kurz, genauso darf es auch im inneren Sommer sein. Wir müssen viel weniger schlafen und kriegen viel mehr geschafft, ohne dann am Ende des Tages kaputt zu sein. Und der innere Herbst, die Phase nach dem Eisprung, ist dann quasi, ja, ich sage mal ganz gerne, da kommt Altweibersommer und Herbststürme abwechselnd zusammen und man kann sich jetzt über die Herbststürme aufregen. Man kann jetzt sagen, oh, das ist mieses Wetter, das ist total blöd, will ich nicht haben. Oder ich sage, so ein Herbststurm, so ein absolutes Gewitter, das kann auch total reinigend wirken, weil ich dann zum ersten Mal merke, was stört mich eigentlich? Wenn ich da auf den Kern gucke, woher kam jetzt dieser Gefühlsausbruch? Ist das was, was ich sonst vielleicht gut ignorieren kann, aber was mich am Ende doch jeden Tag ein bisschen nervt und jetzt kommt's raus, ne? Dann kann ich das wirklich gut nutzen, auch um mein Leben so mehr nach meinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen und Grenzen zu gestalten. Und wenn man das anfängt für sich zu beobachten, diese inneren Jahreszeiten, wie fühlen sich die bei mir an? Was machen die mit mir körperlich, aber auch mental und emotional? Und dann anfange zu gucken, was sind da meine Fähigkeiten, meine Stärken, die ich für mich wirklich auch nutzen kann, statt immer nur zu sagen, okay, jetzt 2 Wochen im Zyklus geht es mir total dreckig und 2 Wochen geht es mir gut, sondern zu sagen, statt dreckig oder schlecht, was habe ich da für eine Fähigkeit eigentlich? Ja, Frauen wird gleich oft gesagt, ja, ihr seid da so zickig oder ihr seid da so bossy. Und das sind ja Eigenschaften, die für uns Frauen total, oh Gott, so darf ich nicht sein, weil als kleines Mädchen war das eine Beleidigung. Aber vielleicht heißt zickig ja eigentlich einfach nur, dass ich genau weiß, was ich will und vor allem, was ich nicht will und kann das zum ersten Mal laut aussprechen. Ja? Und wenn ich anfange, eben diese andere Seite der Medaille mehr mir anzugucken, dann ist das eine krasse, tolle Fähigkeit, mich in meinem Körper besser und wohler zu fühlen und ja, eigentlich auch selbstbestimmter zu leben. Das war jetzt eine ganz schön lange Antwort.